Ja, Jens Lingmann zurück hier auf der Nürburgring Nordschleife mit einem neuen Team, mit Falken Motorsports. Wie kam es eigentlich zu dieser Verbindung im Winter? Gute Frage. Also dieses Jahr gibt es ja weniger Werksautos. Es gibt nur noch die zwei Rowe und soweit ich weiß, fährt Schnitzer nicht mehr und Schubert hat ja auch jetzt zur Konkurrenz gewechselt. Dementsprechend ist da jetzt nicht mehr auch so eine Vielfalt an BMW M6 GT3 ist da. Und Falken hat ja letztes Jahr auch schon ein Rennen gewonnen mit dem Jörg Müller, ein VLM-Rennen. Und neue Erfahrung für mich. Ich freue mich aber besonders drauf. Ich bin letztes, beziehungsweise vor ein paar Jahren schon mal mit Falken gefahren und hatte da auch sehr gute Erinnerungen. Das Rennen haben wir damals gewonnen. Und erster Eindruck ist sehr positiv. Natürlich muss man sich auch auf den Reifen einstellen, weil es etwas ganz anderes ist. Aber bis jetzt bin ich eigentlich sehr happy, ja. Das heißt, man kennt sich eigentlich auch schon so im Grunde genommen. Also ist für dich ja, du warst die letzten Jahre ja vor allen Dingen hier in Diensten auch von Schubert unterwegs gewesen. Aber man kennt sich und schätzt sich auch seit Jahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne den Sven Schnabel, der hier das Falken Motorsport Team betreibt, schon viele Jahre. Und wir haben auch immer mal wieder ein bisschen Kontakt gehabt. Und dann, als sie dann letztes Jahr angefangen haben, eine BMW einzusetzen, waren wir auch schon mal öfters im Kontakt und auch im Gespräch. Und dieses Jahr hat es eben geklappt, jetzt zumindest mal für die ersten VLN-Rennen, 6 Stunden Quali-Rennen und auch bis zum Nürburgring. Aber wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, ob wir dann auch je nach Kalender auch dann die Möglichkeit haben, noch weiter VLN zu fahren. Was ich mir auch wünschen würde, weil die meisten Werke ziehen sich ja dann nach einem 24-Stunden-Rennen zurück. Und ja, Falken hat da eben so ein bisschen anderes Standing, auch mit den Reifen, die wollen natürlich auch weiterentwickeln. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich auch nach dem 24-Stunden-Rennen dann noch bei der VLN dabei sein darf. Kannst du uns eigentlich auch schon mehr verraten zu deinem Motorsportprogramm neben der VLN? Selber weiß ich auch nicht zu 100%, aber ich werde auf jeden Fall Blancpain bei Robe fahren, die ja direkt neben uns stehen in der Reihe. Blancpain Endurance, auch mit dem 24-Stunden-Rennen in Spa und ein paar Rennen auch in Asien, in der Blancpain Asia. Und eigentlich sollte ich auch in der IMSA fahren, die ganze Serie, aber das ist noch nicht ganz fix wirklich, ob das Programm da jetzt überhaupt also stattfindet vom Team aus. Und ja, sind sie gerade am Diskutieren, aber da würde ich gerne auch wieder zurückgehen nach Amerika. Aber Blancpain Endurance ist schon mal fix. Aber es hört sich wieder nach einem rundum vollen Terminkalender bei dir an. Vielleicht noch ganz kurz zum Zeittraining, die ersten Eindrücke so vom Auto. Ihr hattet, glaube ich, eine kleine Berührung vorne. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht richtig erkennen. Ich bin gar nicht gefahren, das ist schwer zu sagen. Ich bin gestern das erste Mal gefahren, die Nachmittagssession von 4 bis 6. Und der Peter hatte kleine Berührungen mit einem anderen Fahrzeug. Aber VLN 1 ist ehrlich gesagt auch immer das Schwerste, weil man muss sich immer neu einschießen. Es gibt viele vielleicht auch neue Fahrer oder Fahrer, die die Marken gewechselt haben, auf einem anderen Auto fahren und sich jetzt einschießen. Dementsprechend sind wir ein bisschen chaotisch. Deshalb darf ich jetzt mal den Start fahren. Da habe ich schon mal in Ruhe meine ersten Runden drin und hoffe, dass wir dann auch über die Distanz kommen, dass ich ein bisschen Erfahrung sammeln kann und auch dem Team und dem Reifen dann ein bisschen nach vorne bringen kann hinsichtlich des 24-Stunden-Renns. Dabei drücken wir die Daumen, danken dir fürs Interview und viel Erfolg für gleich. Danke vielmals. Danke.